Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, Sie haben mich da praktisch herausgefordert. Ja. Also wenn Sie sich vergleichen, ich sage es einmal so, der Unterschied zwischen Ihnen und Strache ist tatsächlich, es gibt einen, Sie sind wahrscheinlich 5 Jahre im Amt und der war 15 Monate im Amt oder 16 und hat ein einziges Budget selbst verantworten dürfen und das nur 5 Monate und Sie haben sich 4 Budgets stricken können. Das ist einmal ein Unterschied und wenn ich dann auf die inhaltliche Ebene gehe, ist nicht wirklich viel da. Aber Sie vergleichen das immer. Diesen Sportbericht, nur der Wahrheit die Ehre zu geben, wurde im Jahr 1 des Herrn Strache initiiert, beauftragt, gemacht und dann im zweiten, dritten Jahr ausgerollt und da waren Sie dann am Werk. Ist nicht Ihre Idee gewesen, sage ich auch dazu, sondern das war schon die Idee der Freiheitlichen in dieser Zeit. Ja? Sich mit fremden Federn schmücken kann man gerne machen. Aber Herr Bundesminister, ja, Sie werden in die Geschichte eingehen als Sportminister. Sie sind mit der Bundesminister, der es geschafft hat, Sportbetriebsstätten auch im Freien zu schließen, über Monate, in Summe einmal 7 Monate, einmal 3 Monate. Sie haben absolute Lockdowns verhängt und Betretungsverbote verhängt in Freiluftanlagen und haben damit Sportausübungsverbot verhängt in 2 Saisonen, in 2 Jahren ihrer Regierungstätigkeit und haben damit, und da gehen Sie in die Geschichte ein, und haben damit Generationen dieser Generation danach kommen, nämlich der jungen Leute, ihre sportliche Zukunftsperspektive geraubt. Das war ihr wahrer Verdienst. Und dafür werden Sie in die Geschichte eingehen. Glauben Sie mir das. Weil wem so eine hirnrissige Idee einfallen kann, dass man einen Sportplatz, der zum Beispiel 35.000 Quadratmeter hat im Freien, nicht einmal 20 Leute dort trainieren lassen darf und kann, das muss einem einmal einfallen, weil man sich vielleicht anstecken könnte und nichts war. Und spätestens seit den letzten Erkenntnissen müssten Sie sich eigentlich bei allen Sportvereinen und bei dieser Generation sind nämlich 3 Saisonen, die Sie den Leuten geraubt haben, jungen Leuten in einem kurzen, sportlichen, aktiven Leben und so weiter, müssten Sie sich heute eigentlich entschuldigen. Und Sie machen nichts Neues außer ideologiegetriebene Projekte. Und das ist Gott sei Dank in diesem Bericht auch erlesbar, wenn wir uns das anschauen. Nämlich Gender-Projekte und Integrationsprojekte, wo ich Ihnen im Ausschuss schon vorgehalten habe, dass Sie hauptamtliche Mitarbeiter dort einsetzen und den ehrenamtlichen Mitarbeitern in den wirklichen Sportvereinen Konkurrenz machen. Das kann doch wohl nicht die Zukunft sein, weil wir auch den Antrag über das Ehrenamt da drauf haben. Das ist in Wirklichkeit Ihre Leistung gewesen. 3 Jahre, 3 Saisonen den Sportlern das sportliche Leben geraubt und in Wirklichkeit ideologiegetriebene Projekte zu fördern. Alles andere ist Fortschreiben des Alten bei Ihnen gewesen.